Hallo, die Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gimmeko und herzlich willkommen zu der 26. Folge von Rise of the Tomb Raider. So, wir könnten ja auch mal Kopf anwesen mal machen. Entschuldigung. Aber das denke ich mir, machen wir in der nächsten Aufnahmesession. In dieser werden wir sind glaube ich noch in diesen alten Ruinen da, wo wir die Statue zu vollbringen müssen. Und ja, und dann mal gucken. Also wie gesagt, das wird demnächst auch mal kommen. Dann werden wir uns mal weiter um die 100% kümmern. Bisschen Hauptstory natürlich auch weitermachen. Und natürlich das DLC Exe Baba Yaga. Weil ich habe darauf gewartet, damit ich die größtenteils alle Aufsätze habe. Und soweit wie ich sehe, habe ich jetzt alles, um überhaupt die 100% zu schaffen. Ja, hier sind wir. Ich muss erst mal wieder mal. Oh. Feuer, Explosion, Gift, Feuer. Und da blinkt was. Wenn was blinkt, nehmen wir es. Überlebung versteckt. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Truhe, zwei Relikte, vier, drei. Okay. Wir machen erstmal die rechte Seite. Na, die sehen auch lustig aus. Danke. Und ja. Aufgespießt. Den hat es ja wirklich schlimm erwischt. Okay. Eiskalt von hinten. Oh Mann, ich hasse die mit ihrer Sperrrüstung. Nein, Henny, jetzt nicht. Ey, die Sau brennt nicht mal gut. Die zwei habe ich ja locker ausgeschaltet. Nur der eine wollte nicht. Der eine wollte überhaupt nicht sterben. Ah, alles voll. Irgendwas noch Besonderes? Halt! Nö. Mal zack. Ja, war meine Finger schneller als ich gucken konnte.
hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, ja, ja. Aber als erstes... Hallo? Einsammeln? Einsammeln. Ja, geht doch. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ja, 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 Mädel, immer mit Ruhe. Ich bin hier gerade dabei zu gucken. Zack. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt. Und beide sind verschwunden. Ja. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich. Aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Alles klar. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Alles klar. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben und Trinitys Arbeit ist getan. Nein. Okay. Ah, halt. Einige der Worte wurden herausgekratzt, aber es scheint auf irgendetwas zu zeigen. Ihr kennt mich mal. Da sind aber nur 2 von 3. Hä? Wo ist das dritte Versteck? Wo ist das verdammte dritte Versteck? Sehr schön. Müsste eigentlich hier sein. Kann ich mir überhaupt mal was leisten? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Nix da. Nix da. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Ja, für den hat das Ganze gut überlebt, wa? Ja. Okay. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Sie müssen hier gelagert worden sein, aber diese Behälter sind beschädigt. Alles klar, wieder mal was ausgebuddelt. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, 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 Mädel, ich weiß. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Griechischer Wein. Ach nee. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen.
Ich hinterfrage nicht, ich mache auf. Alles klar, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt haben wir das Grüßen. Wir müssen wieder da durch. Raus, wenn ich da durchlager. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Nein, wir gehen jetzt hoch. Ich hoffe, bald kommt wieder ein neuer Tomb Raider-Teil raus. Gut, ich habe jetzt auch noch, wie heißt hier der komische Typ? Hier gibt es noch mehr zu tun. Alles klar. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ah, ich weiß, was mein Fehler war. Och Mann. So, einmal da aufmachen. Genau. So war das. Und jetzt mal. Boom. Prophet! Doch noch nicht. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ich wollte so schön sagen, Prophet fällt, aber nee. Er wollte nicht fallen. Ach, jetzt müssen wir. Ja. So, ein Fähigkeitspunkt. Dann haben wir die. Ach, zwei Fähigkeitspunkte sogar. Kämpfer. Und komm, wir machen überleben. So, dann machen wir das so. Ja, die 100% bei jedem Tomb Raider zu erreichen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja. War, ist es ja immer eine kleine Herausforderung. Muss ich ehrlich sagen. Und
Und tschüss. Komm her. Unter Wasser lauert der Tod. Ey, komm, Leute. Da, wohl noch ein Gefäß. Das habe ich doch. Muss man doch ehrlich sagen, das habe ich astrein hingekriegt, oder? Schön unter Wasser geblieben. Und sie ein nach den anderen ausgeschaltet. Was? Schwefel. Hier müssen sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Boah. Sieht ja auch ein bisschen schwefelhaltig aus. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, ruhe, ruhe, ruhe. Zack, zack, zack. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Zählt nicht aus über Münzversteck. Schade. Schade mit E. Die Tür ist für mich zu, wie immer. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ah. Was haben wir da? Neue Dokumente. Ich wusste es, 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 ich wusste es. Danke, Mio. Naja. Heißt, wir müssen hier irgendwann mal zurück. Oh. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Gut, dass ich das gesehen habe. Sonst wäre ich eiskalt runtergefallen. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ach, Lehrer. Das Feldzeichen der Armee des Propheten wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnenträger getragen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Und zur Not wurde es auch als Waffe benutzt, indem mir einige Leute den Kopf abgehauen haben. Was damit was? Komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Mhm. Ich gucke hier mich gerade um. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, ja. Lass mich erstmal nur umgucken, Lara. Ich brauche zuerst das, dann brauche ich das oder das. Das ist ja schlimmer als jede Frau. Ach ja, du bist ja eine Frau. Sorry, Bro. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes. Die Ritter des Trinity-Ordens. Mhm. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen. Seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Wie immer. Aber es ist zu spät. Typisch Kirche. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Ja, ihr wollt es alles fortsetzen. Oh, wie nett. So. So, das haben wir.
Weg etwas freimachen. Etwas? Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Ah. Jo. So geht's auch. Es hat geklappt. Ich muss es nur losschneiden. So, aber wir sind auch gleich hier zu Ende mit dieser Folge. Ja, da waren Münzen dabei. Relax, die Truhe habe ich nicht gefunden. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Oh. Alter. So, ich schwimme erstmal da am Land und dann beende ich erstmal die Folge. Dann geht's nächstes Mal weiter. In dementsprechend bedanke ich mich immer fürs Zusehen. Sag wie immer, so gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamer-Deko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.